Institut hat vor ein paar Tagen eine sehr, sehr schöne Grafik veröffentlicht und nachgezeichnet, dass der Leitzins der Federal Reserve in den USA korreliert mit der Körpergröße des jeweiligen Fed-Chefs. Also rechnen kann man alles. Und ich habe das, was jetzt gerade vorgetragen ist von Herrn Mayer, ansatzweise verstanden, stelle mir aber die Herausforderung rhetorischer Art vor, das einer Gruppe von aufstrebenden Vikaren zu erklären und deren Vertrauen dafür zu gewinnen, das auf den Weg zu bringen. Wer sich immer auskennt, traditionell, das weiß ich als Schuhfreund und Schuhliebhaber, mit Schuhen, die von draußen aussehen wie ganz normale Schuhe, aber von drinnen dafür sorgen, dass man bis zu 7 Zentimeter größer wird, das sind unsere italienischen Freunde. Und vielleicht weist diese Technik des italienischen Schuhmacherhandwerkes auch in die Richtung, was Herr Faubel uns vorträgt, wenn er uns sagt, was jetzt in Italien zu passieren hat. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Buchen Sie sich noch ein paar Minuten zu. Alles wird gut. Meine Damen und Herren, über mein Thema ist schon viel Wichtiges gesagt worden. Ich werde versuchen, das zu ergänzen. Zunächst, die wirtschaftlichen Probleme Italiens sind bekannt. Hohe Arbeitslosigkeit, ein überschuldeter Staat mit hohen Risikoprämien am Kapitalmarkt, marode Banken und Thomas Mayer hat es schon gezeigt in einem Schaubild, das Fehlen eines realen Anstiegs des Pro-Kopf-Einkommens seit 1999. Vergleichen wir bitte die italienischen Daten von heute mit dem Zustand Griechenlands im Jahre 2009. Die Arbeitslosenquote ist heute in Italien höher als damals in Griechenland. Die Staatsschuld relativ zum Bruttosozialprodukt ist heute in Italien höher als damals in Griechenland. Der Anteil der, ich sollte hinzufügen, ausgewiesenen, notleidenden Kredite an den Krediten der Banken ist heute in Italien größer als damals in Griechenland. Mit anderen Worten, die Lage Italiens heute ist schlimmer als die Lage Griechenlands im Jahr 2009. Die Ursachen dieses Zustandes: ein exorbitanter Anstieg der Lohnstückkosten. Thomas Mayer hat das schon dokumentiert, auch im Vergleich zu Deutschland. Dahinter steht die Tatsache, dass die italienischen Tarifparteien im sehr niedrigen italienischen Produktivitätsfortschritt nicht hinreichend Rechnung getragen haben und sich einfach verhalten haben wie vor der Währungsunion. Das Haushaltsdefizit des italienischen Staates hat das 3%-Limit des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts 9-mal überschritten. Der Umfang der ausstehenden Staatsanleihen ist größer als in Deutschland. 9% der Aktiva der italienischen Banken sind Staatsanleihen ihres Landes, verglichen mit 3,5% für die Banken der Eurozone insgesamt. Frage: Soll Italien wie Griechenland den Weg der internen Abwertung gehen? Das Ergebnis in Griechenland war bekanntlich katastrophal. Das griechische Bruttosozialprodukt ist von 2010 bis 2016, dem bisherigen Tiefpunkt, real um 23% gesunken. Zum Vergleich: Während der Weltwirtschaftskrise schrumpfte das deutsche Nettosozialprodukt real um 16%. Die griechische Krise war also viel schwerer als die deutsche damals. Auch die deutsche Regierung unter Reichskanzler Heinrich Brüning hatte auf interne Abwertung gesetzt,
anstatt zusammen mit Großbritannien und den skandinavischen Ländern im August 1931 die Währung abzuwerten. Die politischen Konsequenzen einer internen Abwertung könnten sich, wie damals in Deutschland, als schwerwiegend erweisen. Schon die derzeitige Arbeitslosenquote hat ja in Italien zu dramatischen politischen Umwälzungen geführt. Könnte Italien die griechische Strategie wiederholen? Rufen wir uns Erinnerung, die griechische Strategie. Papandreou und vor allem sein Finanzminister Papa Konstantinou, der von 1988 bis 1998 in Paris war, wussten, dass Paris auf keinen Fall einen Austritt Griechenlands aus der Währungsunion wollte. Denn dann hätten auch irgendwann die Deutschen auf die Idee kommen können, aus dem Euro ausscheiden zu wollen. Und der ganze französische Verhandlungscoup von 1989, französische Zustimmung zur deutschen Wiedervereinigung gegen deutschen Verzicht auf die D-Mark, wäre dahin gewesen. Deshalb verlangte Papandreou als Preis für den Verzicht, die griechische Wettbewerbsfähigkeit durch Währungsabwertung wiederherzustellen, umfassende Hilfe bei der Bewältigung der anderen beiden Probleme, der Überschuldung des griechischen Staates und der Schwäche der griechischen Banken. Diese Strategie steht auch Italien offen. Was hat Italien bisher bekommen? Italien hat bisher keine EFSF- oder ESM-Kredite erhalten, aber die EZB hat schon in ihrem Securities Market Program ab 2011 italienische Staatsanleihen im Umfang von 102,8 Milliarden Euro Nennwert gekauft. Das war mehr als für jedes andere Land und fast die Hälfte aller SMP-Käufe. Die EZB-Käufe italienischer und spanischer Staatsanleihen veranlassten Jürgen Stark 2011 seinen Rücktritt aus dem EZB-Direktorium zu erklären. In einer dramatischen Nachtsitzung des Europäischen Rates im Juni 2012 sagte EZB-Präsident Mario Draghi dem italienischen Ministerpräsident Mario Monti mit ausdrücklicher Billigung des Rates im Abschlusskommuniqué zu, den Kauf italienischer Staatsanleihen wieder aufzunehmen, was tatsächlich im August 2012 geschah. Anders als Griechenland, Irland, Portugal und später Zypern braucht Italien dafür nicht einem Programm des ESM und damit wirtschaftspolitischen Auflagen zuzustimmen. Auch im Rahmen des sogenannten Quantitative Easing ab 2015 kauft die EZB italienische Staatsanleihen. Eigentlich war angekündigt worden, dass die nationalen Anteile an den Anleihekäufen den nationalen Anteilen am EZB-Kapital entsprechen würden. Tatsächlich ist der Anteil der von der EZB gekauften italienischen Anleihen 10% höher als Italiens Kapitalanteil, wie Friedrich Heinemann gezeigt hat. Ganz abgesehen von den Anleihekäufen trägt die EZB durch ihre Niedrigzinspolitik zur Entschärfung des italienischen Schuldenproblems bei. Die niedrigen Zinsen bewirken überhaupt eine erhebliche Umverteilung zugunsten der am höchsten verschuldeten Staaten, also vor allem Griechenlands und Italiens. Außerdem stehen im Eurosystem, Thomas Mayer hat es schon erwähnt, den Targetforderungen der Deutschen Bundesbank von über 900 Milliarden Euro, Targetverbindlichkeiten der Banca d'Italia von fast 500 Milliarden Euro gegenüber. Um die Schulden des Staates aus eigener Kraft abbauen zu können, müsste die italienische Wirtschaft wieder wachsen. Aber dazu müsste sie ihre Wettbewerbsfähigkeit wieder gewinnen. Wenn sich Italien zu diesem Zweck wie Griechenland für die interne Abwertung entscheidet, droht ein Einbruch der Wirtschaftstätigkeit um mehr als 20%. Wenn Italien dagegen wieder eine eigene Währung, sagen wir die neue Lira, einführt und diese abwertet,
kann es mit einem Federstrich wieder wettbewerbsfähig werden. Anstatt dass alle Löhne, Renten, Preise, Mieten und so weiter einzeln angepasst werden müssen, wird nur der Wechselkurs angepasst. Wenn die Wirtschaft wieder wächst und die Steuereinnahmen sprudeln, kann der italienische Staat auch seine Schulden abbauen. Deshalb trägt die Währungsabwertung nicht nur zur Lösung des Wettbewerbsfähigkeitsproblems, sondern auch zur Bewältigung des Schuldenproblems bei. Da die Lohnstückkosten von 2001 bis 2017 in Italien um 50%, in Deutschland aber nur um 19% gestiegen sind, würde eine Abwertung der neuen Lira um etwa 20% ausreichen, damit Italien seine alte Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Deutschland wiedererlangt. Als Zahlungsmittel würde die neue Lira von der Banca d'Italia im Tausch gegen Euros und wie üblich in Form besicherter Kredite an die Banken in Umlauf gebracht. Aber es gibt Einwände und wenn die Zeit reicht, werden wir 4 Einwände betrachten. Erster Einwand, die italienischen auf Euro lautenden Auslandsschulden. Der Einwand lautet, wenn die neue Lira gegenüber dem Euro abgewertet wird, steigt der in neuer Lira gemessene Wert der auf Euro lautenden italienischen Auslandsschulden. Was kann man dazu sagen? Also zunächst mal, relevant sind nur die auf Euro lautenden Netto-Auslandsschulden, nicht die Brutto-Auslandsschulden. Diese Netto-Auslandsschulden sind nicht bekannt und sie sind möglicherweise sogar negativ. Das heißt, es kann gut sein, dass Italien Netto-Euro-Auslandsgläubiger ist. Dann entfällt der ganze Einwand. Wir müssen die Verbindlichkeiten und die Forderungen in Euro saldieren. Wenn alle Löhne, Preise und andere nach italienischem Recht abgeschlossenen Verträge auf die neue Lira umgestellt werden und die neue Lira dann abgewertet wird, verändert sich die italienische Netto-Euro-Auslandsschuld dadurch real nicht. Also ganz egal, wie dieser Saldo aussieht, real ändert sich nichts. Aber eine reale Veränderung gibt es bei den Löhnen. Die Lohnsätze in Italien sinken real durch die Abwertung. Oder sie steigen weniger als die Arbeitsproduktivität. Bei konstanter Beschäftigung würden die Lohnsteuereinnahmen des italienischen Staates also real sinken. Aber die höhere Wettbewerbsfähigkeit bewirkt ja einen Anstieg der Investitionen, der Beschäftigung und damit des Lohnsteueraufkommens. Da bei höherer Wettbewerbsfähigkeit auch die Gewinne real zunehmen, erhöhen sich die Einnahmen aus der Kapitalertragsbesteuerung. Nur durch eine Währungsabwertung erhält Italien die Möglichkeit, wieder zu wachsen und seine Schulden zu bedienen und abzubauen. Soweit die auf Euro lautenden italienischen Auslandsschulden und Forderungen nach italienischem Recht eingegangen wurden, würden auch sie auf die neue Lira umgestellt und abgewertet werden. Und wenn der Saldo negativ ist, also tatsächlich Netto-Auslandsschulden bestehen, käme das einem Schuldenschnitt gleich. Auch Griechenland wurde ja 2011 ein Schuldenschnitt zugestanden. Zweiter Einwand, wenn zunächst, wie von der Fünf-Sterne-Partei vorgeschlagen, eine Volksabstimmung über den Euro-Austritt stattfinden würde, käme es zu einem Run auf die Banken und zu einer massiven, wenn auch vorübergehenden Kapitalflucht. Ja, klar, wenn. Zu Zeiten des Bretton Woods-Systems war es aber nicht üblich, Abwertungen im Voraus anzukündigen. Im Gegenteil, die Abwertungsabsicht wurde bis zur letzten Minute dementiert. Und deshalb bedeuten die derzeitigen Dementis der italienischen Regierung überhaupt nichts. Wenn sie abwerten will, muss sie sich genau so verhalten, wie sie es derzeit tut. Wie wird sie reagieren, wenn Mario Draghi am 31. Oktober 2019 abtritt und Italien seinen Fürsprecher und Beschützer verliert und die Niedrigzinspolitik endet? Dritter Einwand.
Die Abwertung ist keine dauerhafte Lösung. Stimmt. Da der Euro stabiler ist als die neue Lira, werden die meisten neuen Verträge in Euro abgeschlossen werden und in ein paar Jahren sind die italienischen Löhne wieder zu hoch. Aber dasselbe gilt für die interne Abwertung. Nehmen wir doch Griechenland, die interne Abwertung. Wie wird es denn in 10 Jahren in Griechenland aussehen? Werden in den nächsten 10 Jahren die griechischen Gewerkschaften Vernunft annehmen? Ist das wahrscheinlich, wenn die interne Abwertung dem Land von ausländischen Gläubigern aufgedrängt wurde? Was werden die Griechen denn jetzt tun? Der entscheidende Unterschied zwischen der Währungsabwertung und der internen Abwertung ist, dass die Währungsabwertung Italien eine wirtschaftliche Katastrophe, wie sie Griechenland mit der internen Abwertung erlebt hat, ersparen würde. Jetzt komme ich zur Parallelwährung. Wenn Italien die Eurobeträge in den nach italienischem Recht eingegangenen Verträgen auf neue Lira umstellt, so betrifft das natürlich nicht die von Italienern gehaltenen Euro-Banknoten und Münzen. Es ist ja auch praktisch unmöglich, diese Euro-Banknoten und Münzen abzuwerten, denn sie könnten ja zu ihrem alten Wert außerhalb Italiens als Zahlungsmittel weiterverwendet werden. Deshalb liegt es nahe, den Euro generell als Parallelwährung in Italien zuzulassen. Wer will, kann bei seiner Bank ein Eurokonto unterhalten. Für alle neuen Verträge könnte der Euro neben der neuen Lira als Wertmaßstab und Zahlungsmittel verwendet werden. Und der Staat würde nicht nur Zahlungen in neuer Lira, sondern auch zum Marktkurs in Euro akzeptieren. Da die Euro-Parallelwährung stabiler als die neue Lira wäre, würde sie dazu beitragen, einer optimalen Geldhaltung näher zu kommen. Die Lösung des Lohnproblems erfordert also nicht eine Beschränkung der Währungswahl. Und ich springe auf den letzten Punkt. Italien würde abwerten, ohne den Euro zu verlassen. Das ist politisch attraktiv. Ja, die Parallelwährungspläne der italienischen Parteien sind schon von Thomas Mayer beschrieben worden. Ich persönlich halte wenig davon, dass hier diese Minibots vom Finanzministerium als Zahlungsmittel imitiert werden, denn das ist eine Form der monetären Staatsfinanzierung, von der ich generell abraten würde. Vierter Einwand, die empfohlene Lösung ist rechtlich nicht zulässig. Ich überspringe die ersten beiden Punkte der Zeit wegen. Dort zeige ich nur, dass die Artikel 128 und 49 kein Problem sind. Aber ein Problem ist der dritte Punkt. Und das ist Artikel 3 Absatz 1 AEUV. Da müsste ein Anführungszeichen sein, das ist ein wörtliches Zitat. Die Union hat die ausschließliche Zuständigkeit in folgenden Bereichen. Und dann kommt unter C Währungspolitik in den Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist. Danach ist die Einführung der neuen Lira nur zulässig, wenn sie von der EU gebilligt wird. Aber sie ist erlaubt. Dass die Einführung und Abwertung einer neuen nationalen Währung erlaubt ist, hat auch eine Mehrheit der Finanzminister der Eurozone im Juni 2015 bekräftigt, als es um das dritte Griechenland-Paket ging. Wolfgang Schäuble hat berichtet, dass 14 der damals 18 Finanzminister für eine Währungsabwertung Griechenlands eingetreten seien. Wenige Tage später, für Schäuble sicher nicht überraschend, lehnten die Staats- und Regierungschefs seine Scheininitiative ab. Das war nicht ernst gemeint. Das hat auch Frank Schäffler damals ganz offen gesagt. Aber es gibt auch die Rechtsauffassung, dass die Zustimmung der EU nicht absolut unerlässlich wäre. Martin Seidel
Juraprofessor in Bonn und auch Mitglied der deutschen Verhandlungsdelegation in Maastricht, schreibt dazu: Der freiwillige Austritt aus der Währungsunion, der inzwischen allgemein als ungeschriebenes Recht der EU für zulässig erachtet wird, ist nicht von der Zustimmung der anderen Mitgliedstaaten abhängig. Ein Mitgliedstaat der Währungszone, dessen wirtschaftliches Leben nur außerhalb der Währungszone möglich ist, hat nach dem Unionsrecht einen Anspruch darauf, dass der Europäische Rat sein Land vom territorialen Geltungsbereich der Geldpolitik ausnimmt. Er kann verlangen, dass die anderen Mitgliedstaaten ihn bei der Durchsetzung seines Austrittsbegehrens nicht behindern, die erforderlichen Rechtsakte nicht verweigern. Erforderlichenfalls kann er die Währungsunion sogar ohne diese Rechtsakte verlassen und den damit verbundenen Verstoß gegen vorrangiges Unionsrecht als durch die Notsituation legitimiert betrachten. Notrecht. Auf Notrecht, Ultima Ratio, berief sich auch Angela Merkel im Juni 2010, als sie der European Financial Stability Facility trotz des Bailout-Verbots von Artikel 125 AUV zustimmte. Weiterhin haben wir die offene Frage, ob der Luxemburger Kompromiss von 1966, wonach kein Mitgliedstaat in einer Frage vitalen Interesses überstimmt werden kann, heute noch gültig ist. Er wurde nie explizit aufgehoben. Und schließlich ein ganz praktisches Problem. Wie würden denn die Märkte reagieren, wenn Italien bei der EU einen förmlichen Antrag auf Genehmigung der Währungsumstellung einreichen und Kommission, Rat und Parlament darüber beraten würden? Also diese Genehmigung, das kann nicht gehen. Damit bin ich am Schluss meiner etwas gekürzten Ausführung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Faubel. Ich habe bei der Zitierung von europäischem Verfassungsrecht sozusagen das Augenmerk zu richten auf den Begriff der Währungspolitik. Natürlich ist die EU zuständig für Währungspolitik, aber Frank Schäffler und ich führen seit einiger Zeit einen sehr spannenden Musterprozess, der übrigens am 27. März 2019 in Leipzig beim Bundesverwaltungsgericht verhandelt werden soll. Und wenn Sie an dem Tag nichts anderes zu tun haben, kommen Sie gerne nach Leipzig. Das ehemalige Reichsgericht ist ein wunderschönes Gebäude, ein echter Palast der Gerechtigkeit, jedenfalls das Gebäude. Und ich weiß nicht, woran Sie jetzt sonst denken. In diesem Prozess geht es genau um den Unterschied zwischen Geldrecht und Währungspolitik. Und wenn die EU für Währungspolitik zuständig ist, sagen meine Gegner immer, dann ist sie ja nicht zuständig für Geldrecht. Und dann kann man mit Geld ja machen, was man will. Und das Schöne an diesem Prozess ist, wenn wir ihn verlieren, dann ist die geldrechtliche Möglichkeit gegeben, ganz viele nationale Währungen einzuführen, auch Bitcoins und alle anderen Techniken. Wir werden an geeigneter Stelle darüber wieder berichten.